Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warcraft 3, zu Kapitel 8 der Wächterinnenkampagne, die Gebrüder Sturmgrimm. Stunden später versuchen Malfurion und Illidan an den Ufern des Arevas gemeinsam Tyrandes Spur aufzunehmen. Während sie sich schnell durch die Wälder bewegen, beginnen ihre Fähigkeiten und Sinne im Einklang zu funktionieren. Ihr gemeinsamer Wille konzentriert sich darauf, ihre geliebte Priesterin zu finden, bevor es zu spät ist. Prinz Kael'thas sagte, als er Tyrande zuletzt sah, wurde sie flussabwärts gerissen. Falls sie noch lebt, werden meine Naga sie finden. Sie sollten besser mit guten Neuigkeiten zurückkehren, Bruder. Allein bei ihrem Anblick wird mir schon übel. Wo hast du nur diese abscheulichen Kreaturen gefunden? Glaub mir, Bruder, das willst du nicht wissen. Lord Illidan, wir haben die vermisste Priesterin gefunden. Sie und ihre Kriegerinnen kämpfen weiter gegen die Untoten. Doch ich bezweifle, dass sie noch lange durchhalten. Tretet vor, geistlose Kreaturen, und spürt den Zorn der Schildwachen. Iluns Licht wird niemals erlöschen. Ihr solltet euch beeilen, wenn ihr sie retten wollt. Ein Trupp Untoter. Aber sie beachten uns gar nicht. Was könnte... Tyrande. Diese fliegenden Spukgestalten verdunkeln den Himmel. Es wäre töricht, eure Flieger gegen sie zu schicken. In der Tat, wir können uns jetzt nicht auf sie verlassen. Illidan, du musst die Untoten hier festhalten und verhindern, dass sie Tyrandes Lager angreifen. Ich reise stromabwärts und... Nein, Bruder. Die Naga und ich sind schneller bei ihr. Ich werde gehen. Du sprichst die Wahrheit. Doch ich riskiere viel, wenn ich dir traue, Illidan. Ich schwöre bei meinem Leben, ich bringe sie zurück, Bruder. Ich glaube dir. An Detora Setil, Bruder. So, wir spielen also als Illidan jetzt. Und oh, was, wir können Murgles beschwören und Naga und so weiter. Ach, wie cool. Ich wusste gar nicht, dass man die als spielbare Rasse tatsächlich noch bekommt. Mal kurz bei Murgle. Sklaven. Wir müssen vielleicht unsere Basis ein bisschen ausbauen. Okay, Teamrohstoffe. Malfurions Armee. Also, können wir darauf zugreifen? Oder sehen wir die einfach nur eingeblendet jetzt? Das ist neu auf jeden Fall. Okay, Fernkampfeinheit. Mächtige Schurke, die gegnerischen Einheiten verschlingen kann. Macht mit Gebäuden kurzen Prozess. Aha, aha. Okay, was können wir an Gebäuden noch bauen? Altar der Tiefen. Haben wir hier. Das ist unser Heldenschrein. Flutwächter haben wir auch zwei. Das ist schon mal gut. Korallenbank ist die Versorgung. Haben wir eigentlich auch einige. Brutstätte haben wir da. Schrein von Ashara haben wir auch. Wir haben an sich eigentlich alles, was wir brauchen. Können wir noch weitere von denen bauen. Eben nur zwei wahrscheinlich. Weil die geben 15, genau. Okay, das heißt, wir sollten uns darauf konzentrieren, ein paar Einheiten zu produzieren. Ein paar Nahkämpfer. Ah ja. Okay. Okay, tötet Parasiten, macht Schaden über Zeit. Frostschild, verlangsamt Einheiten, aha. Sehr cool. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wir jetzt Illidan spielen. Gegensgeschwindigkeit? Nee, das brauchen wir nicht. Stärke, Beweglichkeit und Intelligenz. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Ich glaube, lange werden wir Illidan, glaube ich, nicht spielen. Arbeit ist vollbracht. Wieder lustig. Geh mal hier Holz hacken. Wir können aber nichts entwickeln an sich, ne? Ja, wir können nur Einheiten ausbilden. So, kaufen wir mal den Reif des Adels. Will ihn dann ein bisschen stärken. Aber hier Trefferpunkte oder Bewegungsgeschwindigkeit brauchen wir nicht. Sie kommen wieder. So leicht werden sie uns nicht besiegen. Angriff! Hey. Vielleicht mal ganz kurz, was unsere Aufgabe ist. Also hier ist mal Furion. Warte, wir müssen... Nee, wir müssen den auch noch organisieren hier unten, oder was?
Ach, das war damit gemeint. Mit Team Rohstoffe. Oh Gott. Das ist jetzt aber schwierig. Okay, wir müssen hier mächtig in die Forschung gehen. Was für Einheiten wollen wir am besten mal hier ausbilden? Was macht denn hier am meisten Sinn hier unten? Viele günstige Bogenschützen vielleicht? Auf jeden Fall brauchen sie mal 3 Irrische für mehr Versorgung. Da sind wir ein bisschen knapp bei Kasse. Warum haben wir denn jetzt hier 2 Teams? Ziehen wir mit Illidan einfach schon ein bisschen los. Ja, die können alle durchs Wasser, gell? Okay, Illidan kann einfach rüberlaufen übers Wasser, das ist gut. Oh. Lord Illidan, wir haben einen Damm entdeckt, der einen der Nebenflüsse dieses Stroms staut. Waldtrolle bewachen den Damm. Aber der Fluss dahinter könnte eine schnellere Route zu eurer Priesterin sein. Wir werden sehen. Jetzt muss man gucken, was überhaupt unsere Quest aktuell ist. Also Tyrannis Ritter zerstört mit Illidans Streitkräften den roten Untotenstützpunkt, verteidigt mit meinen Führungsstreitkräften den Nachtelfenstützpunkt. Und das sind die Dammtrolle, okay. Forschung abgeschlossen. Sind nicht hier die Trolle? Ach nee, Untotenstützpunkt. Okay, nee, da wollen wir nicht hin. Na super, das heißt, wir müssen jetzt hier noch weitere Einheiten produzieren ohne Ende. Es wird mehr Gold benötigt. Ach, das hier hinten ist der Damm. Ich dachte, es wäre hier oben der Damm gewesen. Aber der war es gar nicht. Kämpft weiter, meine Kriegerinnen. Sie mögen uns töten, aber brechen werden sie uns niemals. Hat begonnen. Das Parasiten lassen uns sterben, Gegner. Forschung abgeschlossen. Ah, okay, sehr cool. Ach, hier können wir auch gar nicht so viel machen, tatsächlich, an Einheiten und sonstigen. Ich schicke mal den weiter nach oben zur Sicherheit. Hier den auch mal ein bisschen in die Basis reinziehen. Ich schicke die alle mal hier rüber. Sind aber deutlich sicherer auf der Seite. Das können wir auch mal ausbauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was soll man denn Einheiten machen? Ich hätte eigentlich gerne andere Einheiten, aber viel Optionen haben wir gar nicht. Können mal 2, 3 Bergriesen da hinstellen. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Die Stadt unseres Verbündeten wird belagert. Schnell hoch. Oh. Zu schnell an hier oben. Meine Kriegerinnen, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Tyrande geht soweit gut. Sorry, ich war gerade kurz ein bisschen still geblieben. Forschung abgeschlossen. Ja, also wir haben hier auch schon nicht mehr viele Einheiten übrig. Arbeit ist vollbracht. Das ist jetzt alles nur so semi-gut. Arbeit ist vollbracht. Hier liegt eine Gruppe 3 draus. Und hier eine Gruppe 2. Ach, vielleicht die ganzen Kleinen mal zuerst reinschicken hier nach oben.
Und dann vor allem Illidan vorschicken, weil der hält am allermeisten aus und macht auch am meisten Schaden. Die Sache ist, wir müssen halt diesen Stützpunkt hier komplett verteidigen. Der Kampf hat begonnen. Wir brauchen mehr Holzforschung abgeschlossen. Hat mal hier zu wenig Holz. Ich habe auf unseren oberen Wert geschaut, das heißt, schaut doch super aus. Man sieht es bei denen aktiv, das ist gut. Können wir denn keine Rohstoffe von hier rüber schicken? Geht das nicht wegen Teamrohstoffen? Hätte ich gedacht, es geht vielleicht. Forschung abgeschlossen. Ist ja keine Möglichkeit hier irgendwo. Ihre Zahl ist grenzenlos. Wir müssen durchhalten. Heilt den Helden um 50%, den der Gegner hinzufügt. Das ist natürlich hervorragend. Machen wir weitere Irrwische, damit wir dann einfach weitere hier Bäume beschwören können, die uns verteidigen. Arbeit ist vollbracht. Was nicht zerstören? Ach, das wäre jetzt der Damm, den wir jetzt kaputt machen können. Geschlossen. Wir waren doch jetzt gerade hier oben, warte mal. Dammtrolle, tötet die Trolle und ihren Häuptling. Was haben wir gemacht? Jetzt Buggy. Ah, jetzt, okay. War wohl kurz Buggy. So, wir waren mit Illidan nicht weit genug nach oben gelaufen. Ach, der Damm ist auch weg. Okay, sehr gut. Wir können einmal hier zu dem Brunnen runter, das ist auch sehr gut. Ich möchte vor allem hier unten weitere Beschützer haben, unbedingt. Dass bei weiteren Angriffen hier ein bisschen besser gerüstet sind. Den hier allen noch. Ich noch zwei dazu. Warte mal, so. Ein schönes Team hier unten. Noch eine Welle. Wir müssen durchhalten. Ja. Aber ich glaube, die halten hier sehr lange durch. Ich glaube, die sind keiner Gefahr ausgesetzt in dem Sinne. Ach, warte mal, er kann noch verkaufen hier eine Menge Sachen, ne? Warte, bei dem Ding, genau. Da können wir die ganzen Müll mal loswerden hier. Ehre war auf jeden Fall gut. Arbeit ist vollbracht. Schattenkugel ist gut. Was haben wir denn noch? Nehmen wir kurz mal den Ring hier ab. Die Spitzhacke würde ich verkaufen. Arbeit ist vollbracht. Genau, die Armschiene kann weg. Ich glaube, Ring des Schutzes brauchen wir nicht zweimal. Lieber dann mehr Schaden hier nehmen, Klau des Angriffs. Und den auch nochmal verkaufen. Jetzt nehmen wir die Feuerkugel noch mit dazu. Genau, dann ist der nämlich richtig ausgerüstet, der Malfurion. Und jetzt, warte, weiter forschen hier. Wir brauchen mehr Holz. Okay, hier sind wir auch soweit am Limit. Hier ein Mana-Anhänger, okay. Nett, nett. Waren wir hier oben schon? Ne, dann nehmen wir die auch noch ganz kurz mit.
Aber unsere Armee hier unten ist auf jeden Fall sehr solide und die hier oben ist mittlerweile auch recht gut. Jetzt ist nur die Frage, können wir von hier den Stützpunkt da auch angreifen? Ich glaube wahrscheinlich nicht, oder? Komm schon, ohne Einheiten zu verlieren. Da. Zieh dich zurück zum Brunnen. Kämpft weiter, meine Kriegerinnen. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Verteidigung hier oben. Dürfen uns nicht ganz hier die Stadt muss es wehrlos geben. Wir brauchen mehr Holz. Ja, super, direkt schon wieder einen Baum verloren. Naja. Ohne der Könige plus 5. Ja, sehr schön. Die nehmen wir noch mit und dann ziehen wir auch sofort weiter jetzt hier. Ich vermute immer, dass wir gleich in einem Lager hier landen werden. Oben kommt gleich die rote Basis, okay, okay. Können wir denn von hier irgendwie mit unterstützen? Ich glaube nicht, oder wir können hier nur entlang laufen. Mal von oben zuschauen, aber wir werden nicht ankommen. Wir werden auch hier oben von Orange angegriffen. Der Kampf hat begonnen. Die sind mir wurscht, die Waldtrolle da. Ah ja, da ist Orange. Ja, da werden wir nicht durchkommen. Jetzt werden wir lieber hier bleiben mit den Einheiten. So, geht ihr mal alle damit schön drauf. Die schicken wir mal auch noch als neue Truppe hinterher. Kämpft weiter, meine Kriegerinnen. Sie mögen uns töten, aber brechen werden sie uns niemals. Ja, so gleichzeitig zwei Basen managen ist heftig. Das ist nicht ohne. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich habe irgendwie sehr viele Nagas hier reden gemacht, merke ich gerade. Ich glaube, ein paar von den Nahkämpfern haben wir auch schon verloren. Gut, erstmal die kleine Basis hier. Hier oben läuft soweit alles gut. Noch ein bisschen in die Forschung gehen. Aber das war es eigentlich oben auch schon tatsächlich. Dann können die Bergriesen noch ein bisschen aufpäppeln. Dann eventuell mal ein paar neue von denen. Ach ja, Holz, Holz, Holz. Mit dem Holz nicht auf die Nerven. Ist die neue Truppe. Zack, und dann würde ich mal sagen, mit voller Truppenstärke hier oben rein. Forschung abgeschlossen. Das wird jetzt ordentlich scheppern hier oben. So, einen kleinen Wasserdiener können wir auch noch mit reinschicken. Natürlich kommen die jetzt genau von hier oben anmarschiert in dem Moment. Gib ich mal ein bisschen zurück. Oh nein, 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 Leute, Leute. Oh, ganz schlecht. Okay, ich zieh die mal kurz zurück zur Sicherheit. Oh. Wir haben ein Problem, wir wurden hier oben ausgelöscht. Das ist jetzt ganz schlecht.
Muss Illy dann überleben? Nein. Ja, gut, wir können ihn auch wieder neu beschwören, habe ich gesehen. Kommen wir überhaupt hier raus mit dem? Über das Wasser. Ja, aber nur Illy dann hier rausholen, das ist am wichtigsten. Ihre Zahl ist grenzenlos. Wir müssen durchhalten. Wir haben mächtig Truppen verloren jetzt hier oben. Ah, das ist nicht gut. Okay, den können wir so töten. Okay, die Basis ist heftig. Tatsache, wir kommen nicht von der anderen Seite hier ran, außer vielleicht von hier. Aber das könnte... Forschung abgeschlossen. Nee, ich glaube, das ist auch eine zu harte Kante hier, wenn ich mir das richtig anschaue. Der Kampf hat schon lange begonnen, aber ich will mal ganz kurz mit Malfuria mir die Gegend hier anschauen. Aber hier, nee, sehe ich auch ein Totengebiet. Nee, das macht keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Haben wir Flugeinheiten hier? Wahrscheinlich nicht, oder? Genau, die dürfen natürlich nicht haben. Schade. Das ist schlecht. Der Kampf hat begonnen. Ich spiele gerade, was können wir denn jetzt machen? Ach, oh Gott. Der kämpft da hier unten immer noch. Hat nicht mitbekommen. Hoppala. Hier, nee, das Gebiet oben ist komplett abgesiegelt. Also da kommen wir nicht dran. Wir können nur mit den Nagern von hier unten uns dann durchkämpfen. Wir werden Schildkröten brauchen, die gegen die Gebäude was ausrichten. Die haben wir keine Chance. Schon gut, dass wir die ganzen Items jetzt aufgesammelt haben hier. Die sind auch sehr, sehr nützlich auf jeden Fall. Gold haben wir aber zum Glück noch eine Menge. Ich denn irgendwie mit dem... Also ich kann mir, glaube ich, keine Rohstoffe schicken, denke ich mal. Schade, das wäre gut gewesen, wenn das gehen würde mit den Team-Rohstoffen. Ich schicke mal den einen zur Sicherheit mal hier unten hin. Hat da zwar einen längeren Weg, aber hier von unten kommen keine Angriffe. Hier oben mache ich mir gar keine Gedanken oder gar keinen Stress drum, die gegnerische Basis anzugreifen, weil das bringt uns eh nichts. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wir können, wenn eh nur von oben, egal wo wir stehen, nur zugucken, wir können hier gar nichts ausrichten. Halt höchstens weitere Beschützer bauen. Forschung abgeschlossen. Göttin, wenn dies das Ende sein soll, lasst uns mit eurem Namen auf den Lippen sterben. Bitte nicht, wir haben keinen Timer, ne? Nein, wir haben keinen Timer. Ihr haltet bitte noch durch. Ich gucke nur, was ich hier oben noch machen kann. Ob ich hier oben noch was machen kann. Hier runter. So, dann sind die wahrscheinlich auch gleich komplett durch. Auch die Goldmine hat nicht mehr ganz so viel. Es wird mehr Gold benötigt. Ah ja, wir brauchen mehr Gold. Wie teuer sind denn die Flutwächter? 130 Gold. Arbeit ist vollbracht. Die macht ziemlich viel Damage, ehrlich gesagt. Also mal lieber noch einen hier richten auf der Seite Arbeit wieder. Arbeit ist vollbracht. Doch, da haben wir den letzten verloren. Unser Verbündeter wird angegriffen. Die Grünen greifen auch noch hier auch noch an, also... Aber die haben Flugeinheiten natürlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier auch noch eine weitere Basis ist.
Könnte man sich ja mal anschauen, während wir unten auf Truppen warten. Na, schaut das so aus. Gnolle und eine Mine, ja toll. Die Mine bringt mir erstmal nicht so viel. Hier haben wir noch ein bisschen was. Brauche ich jetzt nicht zwingend. Arbeit ist vollbracht. Hier haben wir noch 11.000. Wir hatten so viele Einheiten hier. Die haben jetzt alle platt gemacht, so schnell. Vielleicht werden sie uns nicht besiegen. Angriff! Ich gehe hier auf jeden Fall auf volle 100. Die werden wir brauchen. Es wird mir Gold benötigt. Hier wäre eine weitere Goldmine gut. Hier unten, die könnte man theoretisch sich noch schnappen. Wenn es denn notwendig wäre. Sicher haben wir ja 11.000 hier oben. Würde nur unseren Gold... ja, Vorrat ein bisschen beschleunigen. Ja, noch ein paar von denen, weil die aber schnell sind. Mir Gold benötigt. Ja, noch unterstützen, mal schauen. Ich will nur keine Einheit verlieren. Okay, cool. Reisen wir schon mit denen hier runter. Mal Platz, dann kommen die da weg. Falls die durchhalten, aber mal bitte in die Basis da reinschicken. Können wir kurz erkunden, wie viel da los ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die gehen dann mal hier runter. Ihre Zahl ist grenzenlos. Wir müssen durchhalten. Ja, das haben wir auch schon mittlerweile gelernt, dass die grenzenlos sind. Der Kampf hat begonnen. Es wird mir Gold benötigt. Das ist so teuer, die Einheiten alle. Wir wirklich das Maximum ausnutzen, hier oben, was wir haben. Aber ich glaube, das muss... genau, die beiden geben noch 5. Und dann ist das eh voll. Ja, wir können hier, wir können irgendwas forschen, aber das bringt halt absolut nichts. Teleportiert eine verbündete Zielleiter zum Rathaus mit der höchsten Stufe. Ja, wahrscheinlich zählt aber nur das hier. Ich denke mal nicht, dass das hier oben zählen wird. Oh, warte, es geht noch was. Noch 2 von... Es wird mir Gold benötigt. Können wir noch einen in die Gruppe da unten reinschicken? Dann lassen wir die eine Sirene mal da oben stehen für eventuelle weitere Angriffe. Also falls wir eben angegriffen werden. Du sollst dich noch aufheilen. Wir warten erstmal hier, falls die jetzt Truppen schicken. Okay, dann können wir die mal angreifen. Ja, dann werden wir zumindest schon mal diesen Helden von den Gegnern los. Boah, wie viel Damage die gleich wieder machen hier. Die können wir alle zum Heilen schicken, weil die alle gleich down sind. Das bringt gar nichts. Die halten ja wirklich nichts aus. Ja, Rüstung 0, merkt man. Ja, die müssen wir ganz kurz heilen, weil sonst fehlt uns gleich die Hälfte der Truppen wieder. Unser
Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir schnell ein Gebäude zerstören. Feuerbrand dran. Unser Verbündeter wird angegriffen. Der Kampf hat begonnen. Dann greif doch mit an. Oh Gott, wo rennen die denn rum? Ja, die Grünen können auch noch mit rein, na super. Ja, das wird jetzt spaßig hier. Einer mit Mana vielleicht, jawohl, den da. Ja, aber ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Ja, aber nicht unsere. Das ist die andere, die eingestürzt ist. Okay, wir haben nicht mehr viele Einheiten schon wieder. Wir haben kaum noch Nachschub. Oh, ist das ätzend, die Mission. Wir müssen dann unbedingt Gebäude zerstören. Weil wenn die keine Ghule mehr nachproduzieren können, dann können sie auch keine weiteren Gebäude mehr bauen. Dann haben wir auf jeden Fall die Chance, die zu besiegen. Solange Illidan lebt und die zwei, haben wir noch ganz gute Karten. Versuchen wir mal dieses Ding hier noch zu zerstören. Okay, vielleicht auf jeden Fall die Opfergrube noch. Obwohl, weiß nicht, ob die viel bringt. Aber wir gehen einfach mal Stück für Stück hier vor. Wir müssen auf jeden Fall weitere Einheiten produzieren. Das ist unten schon wieder problematisch. Ich muss auch beachten müssen, wo schwimmen die durch? Die wollen, glaube ich, hier durchschwimmen, ne? Ja, ich glaube, deswegen haben wir eventuell weitere Einheiten zu uns gelockt. Wenn ich mir das gerade so anschaue. Okay, ja, die zwei Dicken hier noch, den letzten da, und dann können wir wieder so an die Gebäude ranmachen. Die Türme müssen wir da unbedingt zerstören. Die sind halt sehr ätzend. Natürlich, jetzt kommt da auch noch... Oh nee, jetzt bitte nicht. Das ist jetzt ganz schlecht. Jetzt kann ich hier in Angriff kommen in dem Moment, ey. Wir müssen uns ans Gebäude ranmachen, wir haben keine Chance, wir müssen... Hier zerstören, was geht. Der Kampf hat begonnen. Das Gefühl, wir müssen nach unten zurück. Die Basis ist uns gleich hinüber, da haben wir ein ganz großes Problem, weil wenn die Basis fällt, dann war es das. Der Kampf hat begonnen. Mein Murlocs. Ja, die können wir wieder zurückziehen, nur die Murlocs, hallo. Ich will nur die auswählen, hallo. Warum geht das nicht?
Gehen nochmal alle anderen Kampfeinheiten weg. So eine Schildkröte wäre jetzt Premium oder zwei. Von mir aus auch. Der Angriff kam wirklich gerade zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt auf uns. Ja, mit der Truppe können wir eigentlich schon wieder hochziehen. Müssen wir auch, weil sonst haben die gleich wieder Einheiten und dann steht da gleich die ganze Basis wieder. So, wir hatten nichts zu tun. Du. Jetzt kann ich hier noch über Holz hacken. Türme brauche ich jetzt keine mehr, das kostet unnötiges Gold. Ah, hier. Wenn die Ghule stehen, ist immer schlecht. Die können mich wieder in der Hauptbasis errichten. Ja, jetzt machen wir die Basis aber platt. Ja, jetzt haben sie keine Chance mehr. Jetzt kommen die wieder zur Verteidigung. Das ist auch echt ungünstig, diese Basis hier. Jetzt hätte ich die mir tatsächlich zuerst zwischendurch vornehmen sollen. Hier hätte man ja auch angreifen können von hier unten. Na gut, der Angriff da oben interessiert uns zu wenig. Noch zwei Gebäudezerstörer. Ich nenne sie einfach mal Gebäudezerstörer. Ja, ja, also die Armee hier, die zerstört ja eigentlich alles. Sag mal, was müssen wir denn hier noch zerstören eigentlich alles? Ah, schon fast alles kaputt. Das hier noch, weil das kann auch Einheiten ausbilden, ne? Tempel der Verdammten. Dann kommt hier zwei noch mit dazu. Der Altar der Dunkelheit auch noch, wegen Helden. Aber jetzt müssen wir gleich vorbei sein, ey. Ah, immer noch nicht. Komm schon. Ja, jetzt, Tyrannis Rettung, Hauptquest abgeschlossen. Langsam bin ich ein bisschen nervös geworden. Illidan, was ist das für eine List? Bist du gekommen, um mich persönlich zu töten? Nein, Tyrande. Du musst mir glauben. Ich komme, um dich zu retten. Mich zu retten? Wo könnten sie sein? Inzwischen hätte er sie zurückbringen müssen. Schnell! Das ist unsere letzte Chance. Du hast für mich dein Leben riskiert. Das verstehe ich nicht. Was immer ich sein mag, was immer ich in dieser Welt werden mag, ich werde immer über dich wachen, Tyrande. Tyrande! Ich wusste, du würdest mich nicht aufgeben. Ich wähnte dich für immer verloren, meine Liebste. Ohne Illidans Hilfe hätte es so kommen können. Zwischen uns gab es viel Zwist, Bruder. Ich empfand äonenlang nur Hass für dich. Doch ich für meinen Teil möchte, dass sich das ändert. Von diesem Tage an soll Frieden zwischen uns herrschen. Na, das klingt doch ganz gut. Die Gebrüder Sturmgrimm, das war, denke ich mal, das letzte Kapitel und letzte Mission der Wächterin-Kampagne. Wir werden es in der nächsten Folge rausfinden, wie es weitergeht. Bis dahin bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und bis dann. Macht's gut. Tschüss.
So, nochmal ganz kurz herzlich willkommen zurück, nochmal am Ende der Folge. Es war noch nicht ganz das Ende, ich habe nochmal gerade reingeschaut. Es gibt noch eine Filmsequenz, nämlich das Finale getrennte Wege und das wollen wir jetzt noch anschauen. Das hat diesmal nicht automatisch getriggert, deswegen schauen wir jetzt rein. Okay, es ist nicht direkt eine Filmsequenz, sondern mit einem kurzen Ladebildschirm. Finale getrennte Wege. Wenige Augenblicke später bereitet sich Illidan im Stützpunkt der Nachtelfen auf seine Abreise vor. Und das ist dann wirklich die letzte Sequenz der Wächterinnenkampagne und die schauen wir uns auch ganz schnell an. Du hast viel Leid über die Welt gebracht, Illidan. Das kann ich dir niemals verzeihen. Aber du hast das Leben meiner Liebsten gerettet. Dafür schenke ich dir die Freiheit. Doch solltest du mein Volk jemals wieder bedrohen? Ich verstehe, Bruder. Herrschaft über diese Welt war nie mein Ziel. Nur Macht, nur Magie. Ich verweile schon zu lange hier und muss jetzt gehen. Als ich euch geholfen habe, habe ich meinen neuen Meister verraten. Wenn ich mich nicht vorsehe, ist sein Zorn mein Ende. Leb wohl, Bruder. Tyrande, ich bezweifle, dass wir uns wiedersehen. Enshu Falanar. Narren! Habt ihr keinen Sinn für Gerechtigkeit? Maiev, Illidan hat für seine Verbrechen gebüßt. Er ist keine Gefahr mehr für... Es ist zwecklos, Tyrande. Sie ist zur Inkarnation der Rache geworden und ist für immer an diese Jagd gebunden. Ich bete nur, dass sie in ihrem Eifer nicht noch mehr Schaden anrichtet als Illidan. Lass uns nun heimkehren, Liebste. Wir haben eine Ruhepause verdient. Ja, das war noch die kurze Sequenz, die noch nicht abgespielt worden ist. Und ja, jetzt geht's dann weiter mit der Allianzkampagne, der Flucht der Blutelfen. Das aber in der nächsten Folge dann wirklich. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.